Das ist der Günther. Seit 2010 ist er EU-Kommissar für Energie in Brüssel. In seinem Job setzt sich der Günther gerne für die Industrie ein, wenn er deren Interessen in Gefahr sieht. Das kommt bei seinen Kollegen in der EU-Kommission nicht immer gut an. Und auch die Energiepolitik der Bundesregierung kritisiert der Günther gerne. Er eckt also gerne an, der Günther. Schauen wir doch einfach mal, was seine Arbeitswoche so alles für ihn bereithält. Montag. Deutsche Autos sind toll, findet der Günther. Aber weil sie meistens so groß und stark sind, schlucken sie auch jede Menge Sprit und pusten ganz schön viele Abgase raus. Deshalb hat der Günther dem Boss von Volkswagen einen Brief geschrieben. Darin verspricht er ihm, sich dafür einzusetzen, dass die EU-Regulierung zum CO2-Ausstoß von Kraftfahrzeugen nicht allzu streng ausfallen wird. Ein netter Zug von ihm. Aber was, wenn am Ende niemand mehr deutsche Spritschlucker kaufen will, weil die Konkurrenz viel umweltfreundlichere Autos baut? Dienstag. Na klar ist der Günther gegen den Klimawandel. Und er glaubt auch zu wissen, wer mitschuldig daran ist. All die vielen Gutmenschen nämlich, die extra zum Eisbärstreicheln nach Grönland fliegen, statt zu Hause zu bleiben und Kerosin zu sparen. Seine Freunde in der Industrie hingegen müssen sich unterdessen ganz schön anstrengen, um die anvisierten Klimaziele zu erreichen. Das findet der Günther irgendwie nicht ganz gerecht. Mittwoch. Ja, der Günther hat noch Visionen. Zum Beispiel glaubt er, dass wir in Europa schon in weniger als 30 Jahren 15% unserer Energie durch Kernfusion erzeugen könnten. Doch selbst die fähigsten Experten halten es für unmöglich, dass die Kernfusion vor dem Jahr 2050 einen nennenswerten Beitrag zur europäischen Grundversorgung leisten kann. Weil das aber sowieso totale Nerds sind, sollte man vielleicht lieber dem Günther glauben. Donnerstag. Nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima wollte der Günther alle europäischen Atomkraftwerke einem umfassenden Stresstest unterziehen, damit die gefährlichsten sofort abgeschaltet werden können. So viel Stress aber wollten die Atomkonzerne gar nicht. Und so gab der Günther sich mit einem Stresstest light zufrieden, der viele mögliche Gefahren wie Flugzeugabstürze, menschliches Versagen oder Materialalterung ausgeschlossen hat. Dass dann trotzdem erhebliche Sicherheitslücken entdeckt wurden, hat den Günther dann ganz schön überrascht. Freitag. Das mit dem Öl ist eine schwierige und schmierige Angelegenheit. Deshalb wollte der Günther nach der Katastrophe im Golf von Mexiko ganz hart durchgreifen. Ergo forderte er einen generellen Aufschub für Tiefseebohrungen aller Art für die EU. Diese Forderung hat er aber wieder unter den Ölteppich gekehrt. Denn wenn die anderen bohren, sollten wir das schließlich auch dürfen. Edge. Samstag. Für ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen ist der Günther nicht. Wohl aber für ein Tempolimit beim Ausbau von Wind- und Solaranlagen. Denn er bezweifelt, dass unser Energiebedarf dadurch überhaupt zu decken ist. Wenn er dann hört, dass der Ökostromanteil in Deutschland bis 2020 realistisch betrachtet bei rund 35% liegen soll, reibt er sich verwundert die Augen. Die Entscheidung darüber überlässt er, realistischerweise, lieber dem lieben Gott und dem Wetterfrosch. Sonntag. Demokratie ist dem Günther ganz wichtig. Wenn also ein demokratisch gewähltes Parlament in der EU entscheidet, dass in seinem Land ein neues Atomkraftwerk gebaut werden soll, mischt er sich da nicht ein. Wenn allerdings bei einer Volksabstimmung in Litauen die Mehrheit der Bürger dagegen stimmt, ist das dem Günther echt too much. Da rät er der Regierung lieber, das Votum zu ignorieren und mit dem Reaktorbau zu beginnen. Denn was gibt es an einer strahlenden Zukunft schon auszusetzen? Das war sie also, Günthers Arbeitswoche. Ganz schön anstrengend, oder? Da hat er sich doch endlich mal Urlaub verdient. Auf Energiefragen jedenfalls hat der Günther immer traumhafte Antworten parat.